Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich mit euch mal über Gilden in WoW Classic sprechen. Und bevor wir euch unsere Gilden vorstellen, und zwar die Gilden Dusk und Dawn, die ihr hier sehen könnt. Ja, wir werden im Sommer zwei Gilden gründen auf dem gleichen deutschen PvP-Server. Das wird auch, denke ich mal, eine echt lustige Geschichte, wenn man einfach auf beiden Fraktionen eine Gilde hat. Ja, dann kann man auch coole Ingame-Events machen, keine Ahnung, eine Seite greift Gromgol an in Stranglethorn, die andere verteidigt und solche Geschichten. Also da haben wir schon viele coole Ideen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr auch direkt mal unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Da kommt ihr auf unseren Gilden-Discord und dann könnt ihr da gerne mitmachen. Wir suchen momentan wirklich einfach noch jeden. Genau, aber bevor wir euch unsere Gilden vorstellen, wollte ich noch mal ein paar Worte verlieren zum Gildenprinzip in WoW Classic. Wenn man in den letzten Jahren vermehrt Retail WoW gespielt hat, sprich die aktuellen Erweiterungen von WoW, dann hat man es vielleicht nicht mehr unbedingt auf dem Schirm, wie wichtig eigentlich Gilden in WoW Classic oder WoW Vanilla waren. Gilden waren damals nämlich wirklich so der Dreh- und Angelpunkt von allen wichtigen oder ja, interessanteren Dingen, die man in WoW erreichen konnte. Also ohne eine gescheite Gilde konntet ihr weder raiden noch ordentlich Stammgruppen oder ja, Ranking-PvP betreiben, noch irgendwelche World-Bosse umklatschen, ja, es sei denn, ihr habt irgendwie einen Random-Invite bekommen in irgendeine Random-Gruppe, aber das war dann auch nicht immer unbedingt erfolgsversprechend. Oder auch generell das ganz normale Dungeon-Grinding, einfach wenn man quasi Sholomance, Stressholm, Diamol und so weiter abfarmen möchte, dann ist es einfach viel, viel sinnvoller, wenn man eine Gilde hat, wo man immer so quasi, ja, so seine Stammleute für die Gruppen dann noch einfach immer suchen kann in der eigenen Gilde. Deswegen die Info an der Stelle hier, wenn ihr wirklich im Sommer WoW Classic spielen wollt, dann macht euch vielleicht jetzt schon mal Gedanken, ey, in welcher Gilde möchte ich das irgendwie machen? Ja, also möchte ich in eine Hardcore-Gilde gehen, wo man wirklich in jedem Raid richtig fett Consumables braucht, irgendwie, wo man ja, mehrere Tage in der Woche raiden wird. Oder möchte ich vielleicht eher in eine Casual-Gilde, also eine Semi-Hardcore-Gilde zum Beispiel, wo man so 2 bis maximal 3 Raid-Tage und vielleicht auch nur einen Raid-Tag in der Woche hat, und wo man dann einfach so ein bisschen entspannter an den Raid-Content rangeht. Da müsst ihr auch darauf achten, dass ihr dann quasi für eure ja, Anforderungen auch die entsprechende Gilde findet. Ja? Und ich habe aber eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich immer ein breites Spektrum an Gilden vorfinden wird. Quasi für die Leute, die sehr, sehr viel Zeit in das Spiel investieren wollen, aber auch eben für die Leute, die nicht so viel Zeit reinstecken wollen. Gilden sind in WoW Vanilla einfach sehr wichtig. Ja? Ohne eine gute Gilde wird es einfach schwer und warum sollte man sich das irgendwie unnötig schwer machen? Ja, macht einfach auch viel mehr Bock, finde ich, wenn man dann so seine Gilde gefunden hat, die Leute ein bisschen besser kennengelernt hat, vielleicht auch im Voice mit ihnen mal gequatscht hat. Und dann vielleicht sich auch mal, keine Ahnung, im Real Life trifft für den Gildentreffen und da sind dann ja einfach viele Dinge möglich. Und generell sind Gilden einfach so, denke ich, einer dieser Grundaspekte von diesem sozialen Serverleben, das ich schon mal in früheren Videos angesprochen hatte. Denn in WoW Vanilla ist man einfach in so einer geschlossenen Server-Community. Ja, man hat keine Cross-Realm-Geschichten, sondern man spielt wirklich nur mit den Leuten von seinem Server zusammen. Und dementsprechend haben dann natürlich auch ja, gewisse Gilden nach einer bestimmten Zeit auch einen Ruf auf dem Server, ja. Keine Ahnung, zum Beispiel eine gute PvP-Gilde, da wissen alle, oh, mit denen lege ich mich vielleicht eher nicht an, die holen dann ihre PvP-Leute ran. Oder auch euer eigener Ruf wird wieder wichtig, ja. Die Leute merken sich das, wenn ihr Items ninjat oder wenn ihr irgendwie in der Gruppe wie Scheiße abzieht, so eine Art, ja, wenn ihr irgendwie welche Leute beleidigt oder einfach die Gruppe lieft und solche Geschichten, dann werdet ihr unter Umständen beim nächsten Mal nicht mehr mitgenommen. Weil das spricht sich einfach rum. Ja, man hat nicht diese Anonymität, die man auf aktuellen Blizzard-Servern hat von WoW, bin ich der Meinung. Genau, also wie gesagt, das vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich wollte es einfach nur mal ansprechen. Gilden sind wirklich sehr, sehr wichtig in WoW Classic. Aber macht euch vielleicht jetzt schon mal Gedanken, in welche ihr dann gehen wollt. Und eine Sache möchte ich auch noch ansprechen, und zwar gibt es die Seite www.vanillafriends.com. Die werde ich auch unten verlinken. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr mal draufgehen, euch registrieren und da habt ihr die Möglichkeit, alte Leute von 2005, 2006 wiederzufinden. Ja, die vielleicht damals auf eurem Classic-Server auch gespielt haben. Ich habe mich da selber auch schon angemeldet. Ich habe damals auf dem deutschen Server Blackmoor gespielt. Und ich habe tatsächlich schon den ein oder anderen von meiner damaligen Gilde da auch wiedergefunden.
waren jetzt nicht Leute, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte, aber hätte ja sein können. Ich fand es generell schon krass, dass da wirklich überhaupt auch sich irgendwelche Leute angemeldet haben, die wirklich auch auf Blackmoor waren, als ich damals da war, vor so vielen Jahren und auch in der gleichen Gilde waren. Und wer weiß, vielleicht findet ihr ja den einen oder anderen wieder, mit dem ihr quasi damals zusammen gespielt habt. Das wollte ich auf jeden Fall noch supporten und euch sagen in dem heutigen Video. Und jetzt geht's aber wirklich los mit der Gildenvorstellung. Ja, viel Spaß dabei. Ja, heute gibt es mal ein kleines Video zur Vorstellung von unseren Gilden, die wir im Sommer gründen wollen, auf den Blizzard Classic Servern. Und ich habe mir dazu hier mal zwei Kollegen in den Chat reingeholt, einmal den Dark und einmal den Nox. Ja, einmal Hallo sagen, bitte. Hi. Moin, moin. Genau, also wie gesagt, ich werde euch unten auch nachher in der Videobeschreibung quasi den Link reinpacken von unserem Gilden-Discord, ja. Und wir haben quasi den Plan, dass wir im Sommer auf einem deutschen PvP-Server eine Ally und eine Hordengilde gründen wollen. Ja, wir wollen quasi auf beiden Seiten eine Gilde gründen und dementsprechend ist das Konzept schon ein bisschen umfangreicher und in dem heutigen Video wollen wir einfach mal erklären, was wir da so genau vorhaben. Genau, ich würde sagen, Nox fängt einfach mal an, quasi das Konzept von der Hordengilde vorzustellen. Man muss aber ganz Genau. klar am Anfang sagen, beide Gilden haben eigentlich das gleiche Konzept vor, ja. Wir wissen momentan noch nicht genau, ob wir mehr in den PvE oder PvP-Bereich gehen. Das wird sich quasi im Verlauf der Levelphase noch klären. Aber Nox ist auf jeden Fall derjenige, der dann die Hordenseite leiten wird. Genau, ich werde natürlich die Hordenseite leiten, aber ich denke mal, jeder, der auch eine längere Zeit bereits in Gilden aktiv gewesen ist, der weiß auch, das ist für eine Person ziemlich viel Arbeit. Dementsprechend suche ich oder suchen wir natürlich auch engagierte Leute, die vielleicht auch über das normale Spielerlebnis hinaus ein bisschen was machen wollen. Und ja, was man machen kann, ist sich einfach mal bei uns auf den Discord zu connecten. Also jetzt explizit möchten wir eine sehr angenehme Level-Atmosphäre schaffen. Das heißt, wir sagen deswegen jetzt am Anfang auch nicht, wir sind eine PvE-Gilde, sondern eine PvP-Gilde. Nee, das machen wir nämlich nicht, sondern wir wollen, Genau. dass das aus dem Level-Vorgang heraus sich ergibt und die Leute quasi dann von selber für sich entdecken, wo es für sie hingehen soll. Und wenn es dazu eine Mehrheit gibt, dann kann man sagen, wir sind eine PvP oder PvE-Gilde. Genau, und wir wollen ja quasi auch keine Hardcore-Gilde machen, ja. Und bei einer Hardcore-Gilde macht das natürlich Sinn, wenn man sich relativ früh schon so ein Roster anlegt an Leuten und so weiter, aber dadurch, dass wir quasi auch, wenn dann überhaupt eine Semi-Hardcore-Gilde oder halt eine ganz normale Gilde einfach mit 2 Raid-Tagen in der Woche werden wollen, brauchen wir jetzt auch noch nicht so früh anfangen, irgendwie fett mega viel zu planen, sondern wir bauen einfach so eine kleine chillige Community hier auf. Ja. Ich denke mal, Hardcore-Progress und Hardcore-PvP, das hatte alles irgendwie schon mal jemand gemacht und das ist halt das, was wir nicht wollen. Wir wollen die Sache ein bisschen ruhiger angehen. Was heißt ein bisschen? Wir wollen sie ruhig angehen und das Genau. Ganze total entspannt auf uns zukommen lassen und ja, eine schöne Zeit haben einfach. Genau, richtig, richtig. Und wie gesagt, Nox wird die ganze Geschichte auf Hordenseite leiten. Und ich würde halt gerne auf Ali-Seite dann auch noch so 2, 3 Leute finden, die da auch die Leitung übernehmen werden. Wie gesagt, vielleicht macht ja der Dark auch ein bisschen was in dem Bereich. Der wird gleich noch ein bisschen was zum PvP, also zum Stammgruppen-PvP sagen, was er leiten wird. Bei ihm ist zwar noch nicht ganz klar, auf welcher Seite er dann letztendlich landen wird. Aber genau, auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, irgendwie so die Gilde zu leiten oder in dem Bereich was machen wollt, dann auch könnt ihr mir gerne dann auch schreiben. Genau, und Mir dann würde ich auch. sagen, ja, oder Nox von natürlich auch, der auch noch ein bisschen Unterstützung auf Hordenseite Danke. gebrauchen könnte. Genau, und dann würde ich sagen, genau, Dark kann jetzt gerne mal, also wie gesagt, Dark ist quasi so derjenige, der halt auf jeden Fall Stammgruppen-PvP machen möchte und vielleicht einfach nur noch kurz vorstellen kann jetzt einfach, wie er sich das so vorstellt, was für Leute er braucht und ja. Ja, danke dir, Pfeiler. Ja, Dark Jo. Halifax hier. Also wie ja schon angekündigt, können sich die Leute jetzt schon denken. Also ich bin leidenschaftlicher Player versus Player Spieler. PvE steht bei mir eher so ein bisschen im Hintergrund. Ich mache da zwar mit, aber wenn die Battlegrounds aufgehen, werde ich mich hauptsächlich darauf konzentrieren. Also vorausgesetzt immer, es bleibt so ähnlich, wie es damals 2005 war. Wenn es so ähnlich wird, dann werde ich auch richtig Ehre farmen und brauche dafür natürlich auch dann eine Stammgruppe, die genauso leidenschaftlich PvP macht.
Und das heißt, dass wir irgendwo immer, wenn wir eine Arati- und Warsong-Gruppe immer voll kriegen wollen, auch unter der Woche, ja, 15 aktive Spieler, die immer mitmachen wollen. Da ist also im Moment noch jede Menge Bedarf, egal ob auf Vorder- oder Allianz-Seite. Im Moment suchen wir noch alles. Ich Genau. werde mich erst entscheiden, welche Seite ich spiele, wenn Blizzard entschieden hat, wie das PvP-System genau wird. Da gibt es ja jetzt noch keine genauen Infos, die sollen ja demnächst kommen. Ja. Dann treffe ich diese Entscheidung. Ja, und vom Prinzip, ja, wenn wir eine gute, aktive Stammgruppe haben, dann werden wir natürlich auch immer in der Regel gewinnen und jede Menge Bonus-Ehre farmen, und dann sollte es auch kein Problem sein, die höheren Ränge zu erreichen. Und für die wirklich richtig hoch hinaus wollen, die müssen dann halt einfach nur lang genug dabei bleiben und viel spielen. Auch dann sind Ränge 12 bis 14 möglich, um sich Ja. wirklich komplett episch auszurüsten. Also kein Problem. Und Da dein muss man halt einen persönliches langen Atem Ziel? haben. Rang 14 oder? Also ich habe es mir damals vorgenommen, es nicht geschafft. Ich werde es mir jetzt wieder vornehmen. Ob ich Ah, es diesmal okay. schaffe, ist eine andere Sache. Aber Ja. erstmal ja. Okay. Du hast wahrscheinlich mehr Zeit als damals. Jetzt nicht in Bezug auf die Spielzeit, sondern bis zum nächsten Add-on. Ja, das stimmt. Das ist Ja, das richtig. auf jeden Fall. Genau. Ja, ich Damals finde. habe ich es arbeitsbedingt nicht geschafft. Das ist aber auch wieder der einzige Ja, Grund, der jetzt klar. mir diesmal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber ich hoffe, dass man Genau. irgendwann auch mal sagt, okay, ich nehme jetzt mal die 6 Wochen Zeit und spiele Ja. mal richtig leidenschaftlich durch. Vielleicht klappt es ja dann. Ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg. Ich finde irgendwie auch so eine PvP-Gruppe in so einer Gilde gibt auch der Gilde nochmal so richtig schön so ein Standbein einfach. Ja, so ein bisschen. Und das finde ich echt cool. Und wie gesagt, wir wollen ja vielleicht auch, also das ist ja auch der Sinn, warum wir quasi eine Gilde auf beiden Seiten gründen. Man vielleicht auch so World-PvP-Events machen könnte, ja, wo dann irgendwie die eine Seite irgendwie Grumgol oder so angreift und die andere verteidigt und so weiter. Und solche Sachen, finde ich, interessieren ja auch PvP-Spieler generell, die natürlich dann immer noch den Fokus aufs Ranken und BGs haben, aber sicherlich auch vielleicht einmal die Woche Zeit für solche Geschichten finden. Definitiv. Ich Genau. meine, ich bin auch fest der Überzeugung, dass wir quasi vielleicht auch Leute sind, denen es auch wichtig ist, dass Sachen geplant sind, damit man sich darauf einstellen kann. Nicht jeder hat heutzutage noch die Möglichkeit, einfach spontan zu sagen, ich gehe jetzt mal 5 Stunden raiden, weil ist gerade so und ich kann mir das erlauben. Dementsprechend wäre es zumindest auch wichtig, immer Absprachen zu treffen, die rechtzeitig zu kommunizieren und so dem Ganzen auch eine schöne Struktur zu geben. Ich denke mal, das ist auch Genau, sehr so. wichtig. Ja, das war's eigentlich. Das ist so das Gildenkonzept. Wie gesagt, momentan noch relativ offen, aber das ist ja irgendwie auch cool. Ja, dann können wir quasi die Leute, die jetzt noch in die Gilde kommen oder in die Gilden, die können natürlich dann auch dementsprechend noch sehr viel verändern und auch die Richtung halt mit beeinflussen. Das ist vielleicht auch interessant für Leute, die da so ein bisschen was ja, mitmischen wollen, einfach in der Gildenleitung. Und genau, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen jetzt nur noch die Infos von Blizzard, wann die Server kommen. Ja. Genau. Wer mitmachen möchte, wie gesagt, unterm Video hier verlinke ich euch den Gilden-Discord, da könnt ihr direkt draufkommen, ja, und dann gerne mal einfach reinschreiben in den Chat, ob ihr Ali oder Horde gehen wollt, dann werdet ihr zugeteilt und dann könnt ihr euch auch gerne nochmal in den Vorstellungsbereichen vorstellen. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, also auch so vielleicht noch ein Punkt. Eine Gilde in WoW Classic ist wirklich etwas, was sich wirklich sehr, sehr lohnt. Für die Leute, die vielleicht von Retail kommen, ist es einfach so, dass man halt in Classic, wenn man verschiedene Ziele erreichen möchte, sei es PvE oder auch PvP, da kommt man meiner Meinung nach nicht um eine gute Gilde drumherum, sonst dauern die ganzen Sachen halt einfach viel, viel länger und machen einfach viel weniger Spaß. In Vanilla geht es einfach irgendwie darum, eine coole Community zu haben und das versuchen wir hier aufzubauen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, danke nochmal an Dark und an Nox, ja, dass ihr heute hier mit am Start wart. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ciao.